Ja, sehr geehrter Königsbar, sehr geehrte Gäste, liebe Schützenbrüder. Wie ihr seht, wir haben wieder einen König. Und was ist das für ein Bild? Sagt mal ehrlich, ist das nicht Werbung für unsere zukünftigen Schützenfeste? Was wir hier sehen, ganz toll. Ja, Martin, ich habe so ein bisschen in der Chronik geblättert. Dein Opa, Kaspar Papenkorn, war 1928 Schützenkönig unserer Bruderschaft oder Schützenverein, so wie es hieß, mit Elisabeth Pfründ. Und dann konnte man lesen, das Fest verlief in der schönsten Harmonie. So, unser Königspaar, Martin der Erste und Rebecca die Erste. Sie sollen leben, dreimal! Zu sein. Unsere Bruderschaft ist mit Sicherheit nicht immer einfach. Es gibt das eine hin und her. Aber wir verstehen uns, glaube ich, ganz gut. Und wir spatzen nicht, wir sprechen. Und darum haben Sie auch dieses Verständchen verdient, was diesmal für beide ist.
Ich freue mich, dass ich diesmal vier, ich glaube, wir haben noch einen fünften, aber den habe ich nicht gesehen, das werden wir nachholen. Deswegen freue ich mich, dass Gerhard Glocke bitte mal die Fahne aus der Hand nimmt. Nein, hat er sie nicht. Komm mal bitte nach vorne. Gerhard ist ja inzwischen auch aufgestiegen, kümmert sich ja jetzt auch um die Halle. Ebenfalls auch ein Vorstandskollege, aber einfach auch jemand, der immer viel tut. Dann auch bei der Feuerwehr daneben her. Markus Nelies, bitte. Manfred Schniedermeier. Ist mal ausgeschieden aus seinem Amt, aber Schütze ist er durch und durch und vielleicht passt das ja auch in diesem Jahr dann ganz gut. Ja, und jetzt kann mir seine Akten in die Hand drücken. Klaus-Dieter Hübel kann sich nämlich auch daneben stellen. Bund der historischen deutschen Schützenbruderschaften, Urkunde. Das Präsidium des Bundes der historischen deutschen Schützenbruderschaften e.V. verleiht Herrn Markus Nelies zum Dank und in Anerkennung für den beispielhaften Einsatz im Sinne der Zielsetzung historischer Schützen und des Bundes ein silbernes Verdienstkreuz. Köln, den 15.08.2015. Emanuel Prinz Salm zu Salm. Zuerst möchte ich euch und Ihnen die herzlichsten Grüße des Bezirksverbandes Büren vom Historischen Deutschen Schützenbund übermitteln. Mein besonderer Gruß gilt aber dem neuen Königspaar Martin Papenkort und Rebecca Bautz. Ich wünsche euch für euer bevorstehendes Schützenfest, aber auch für das nun anstehende Regentenjahr alles Gute und viel Spaß dabei. Wir haben heute Abend nochmal zwei Ehrungen, und zwar die beiden Schützenbrüder, die heute den Hohen Bruderschaftsorden bekommen. So, zunächst mal, verehrte Anwesende, auch noch die herzlichsten Grüße des Diözesanverbandes an Sie, an euch alle und in erster Linie natürlich an die wichtigsten Personen des heutigen Abends, an Martin den Ersten und Rebecca die Erste samt Hofstaat. Denn ihr seid die allerbesten Werbeträger, ein charmantes, strahlendes Königspaar mit Hofstaat. Was Besseres kann einer Bruderschaft nicht passieren. So, ich verlese nun die Urkunde zu Manfred Schniedermeier. Das Präsidium des Bundes der historischen deutschen Schützenbruderschaften e.V. verleiht Manfred Schniedermeier zum Dank und in Anerkennung für den langjährigen, beispielhaften Einsatz im Sinne der Zielsetzung historischer Schützen und des Bundes den Hohen Bruderschaftsorden. Köln, den 15. August 2015, Dr. Emanuel Prinz zu Salm-Salm, Hochmeister, Emil Vogt, Bundesschützenmeister und Monsignore Robert Kleine, Bundespräses. Also, die Urkunde, das Präsidium des Bundes der historischen deutschen Schützenbruderschaften e.V. verleiht Klaus-Dieter Hübel zum Dank und in Anerkennung für den langjährigen, beispielhaften Einsatz im Sinne der Zielsetzung historischer Schützen und des Bundes den Hohen Bruderschaftsorden. Köln, den 15. August 2015, Dr. Emanuel Prinz zu Salm-Salm, Hochmeister, Bundesschützenmeister Emil Vogt und Monsignore Robert Kleine, Bundespräses. Thank you.
Fahnenparade. Achtung, präsentiert das Gewehr. Augen rechts. Claudia wieder nachgehört. Herzlich willkommen und ich muss sagen,